Ja, interessant ist aus der Mathematik, es geht um Carl Friedrich Gauß, eine Geschichte aus seiner Jugend. Je nachdem, in welchem Alter ihr seid, kennt ihr Gauß noch vom 10-Mark-Schein früher oder vom Gauß-Algorithmus, ein Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme? Oder ihr habt ihn schon mal irgendwo im Mathebuch gelesen. Wenn nicht, lernt ihn auf jeden Fall noch kennen. Man hat ihm, so sagt man, in der Schule damals folgende Aufgabe gestellt, oder besser gesagt der ganzen Klasse: Zählt bitte die ersten 100 Zahlen zusammen. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 etc. etc. Ihr könnt euch vorstellen, das nimmt einige Zeit in Anspruch. Der Lehrer oder die Lehrerin wollte wahrscheinlich kurz Pause machen und war froh, Ruhe zu haben. Und relativ kurz nach der Aufgabenstellung sagte Gauß dann die Lösung, nämlich 5050. Und völlig verdutzt wurde er angeguckt. Und wie hat er das so schnell gemacht? Er ist anders rangegangen, als so wie die meisten vielleicht rangehen würden, eben schrittweise 1 und 2 ist 3. Nochmal 3 dazu sind 6, nochmal 4 dazu sind 10, etc., etc. Er ist rangegangen und hat sich, und das machen Mathematiker, ein Schema angeguckt und versucht, das Ganze auch noch in eine Formel zu packen. Er hat gesehen, 1 und 100, die erste und die letzte Ziffer, sind zusammen 101. Hier habe ich es hingezeichnet. 2 und 99 sind zusammen 101. Ich hatte ein bisschen Platzmangel, aber 3 und 98 ist auch 101. 4 und 97 ist auch 101. Jetzt dürft ihr mal raten, was passiert. Diese beiden Zahlen ergeben zusammen immer 101. Von 1 und 100, irgendwann in der Mitte getroffen, gehen wir bis zur Zahl 50. Also haben wir 50 mal insgesamt immer diese Rechnung. Und 50 mal und 101, da muss man kein großer Rechner sein. Da kann man auch draus machen, 50 mal 100. Und 50 mal die 1 ergeben zusammen 5050. Und noch ein bisschen allgemeiner verpackt haben wir dann, 50 ist genau die Hälfte von der Anzahl an Zahlen, die wir zusammenzählen sollten. Wir sollten insgesamt 100 Zahlen, die ersten 100, zusammenfassen. Ein Mathematiker möchte ja gerne immer in Buchstaben irgendetwas schreiben. Wir haben also die Aufgabe, die ersten n gleich 100 Zahlen zusammenzufassen. Das ist die Rechnung. Wir nehmen die Hälfte dieser Zahl, also n halbe, und multiplizieren mit dieser Anzahl, die uns die Aufgabenstellung gegeben hat, plus einen dazu, n plus 1, und haben dann die Summe dieser ersten n Zahlen. Das klingt jetzt alles ein bisschen verrückt, aber nur damit ihr mal seht, wie man dann ins Allgemeine kommt. Wenn ich jetzt eben sage, zählt bitte die ersten 225 Zahlen zusammen, könnt ihr ganz einfach einsetzen, die Hälfte von 225 multipliziert mit 225 plus 1. Das ist die Abfolge. Wir, die Otto Normalos, rechnen so. Und der strenge, gute, tolle Mathematiker erkennt ein Schema, kürzt die Rechnung ab und verallgemeinert so, dass es noch dann wirklich für alle Aufgabenstellungen funktioniert.